Hello everyone and welcome back to my channel and also welcome back to another episode of Leaving Home, a video series of mine where I'm sharing the stories and interviewing refugees from all around the world. In today's interview, we will be talking to Rami, a 27-year-old man originally born and raised in Syria. At the age of 19, he had to leave his entire home and his family behind because of the war. After that, he went on a very long and incredibly complicated journey until he arrived here in Germany where he is living now. Rami's story is really incredible and I'm so excited to have him on here today and share his story with you. Rami does not speak any English, which is why we did the entire interview in German, but I will have subtitles on everything so everyone should be able to understand his incredible story. At this point, thank you so much to the City of Konstanz for supporting me so incredibly with this project. Thank you so much, and let's get right on into the interview. Also erstmal willkommen zum Interview heute. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben viel, worüber wir heute reden möchten. Und wir fangen ganz am Anfang von deiner Geschichte an, weil du bist in Syrien geboren und aufgewachsen. Und ich würde gerne ein bisschen mehr über deine Kindheit und deine ersten Lebensjahre in Syrien wissen. Meine Kindheit war einfach und liebevoll. Ich bin in einem Dorf geboren und aufgewachsen mit drei Geschwistern. Nach der Schule habe ich meinem Vater bei der Landwirtschaft geholfen. Meine Mutter hat als Friseurin gearbeitet. Hinter dem Haus haben wir einen kleinen Garten, den ich gerne bepflanzt habe. Die Nachbarn, Kinder und ich haben wir immer Geld gesammelt und gespart, um Fußball zu kaufen. Als ich ein Kind war, habe ich immer in den Himmel geschaut und da habe ich ein Flugzeug entlang flog. Und da habe ich mir auch selber gewünscht, eines Tages möchte ich im Flugzeug sitzen, aber das ist für uns als Syrer war unmöglich. Also von allem, was du mir erzählt hast, verstehe ich, dass du eine sehr schöne Kindheit hattest in Syrien, mit sehr viel Liebe zu Hause, mit einer guten Beziehung mit deinen Eltern. Und als du 17 Jahre alt warst, das war 2011, brach der Krieg in Syrien aus. Kannst du mir über diese Phase erzählen, wo es gerade angefangen hat und wo ihr realisiert habt, okay, es ist hier gerade real? Nachrichten berichteten von die kleinen Gruppen, die Regierung nicht haben wollen. Danach irgendwann haben die Leute einfach demonstriert auf die Straßen. Die Preise sind gestiegen im Supermarkt. Manche Ware oder Lebensmittel ist es unmöglich zu kaufen. Klar. Wir sind einfach zu Hause geblieben und wenig auf die Straßen. Wir haben sehr Angst gehabt. Okay. Man hat überhaupt nicht verstanden. Ja. Man hat auch immer gesagt, okay, morgen hört es auf. Ja. Wir haben uns nie vorgestellt, dass es so schlimm wird. Ja. Und dann gab es ja eben 40 Tage, wo ihr gar nicht mehr das Haus verlassen konntet. Kannst du mir darüber erzählen, über diese Phase, wie ihr damit umgegangen seid? Kamen einfach Militär rein und sie haben einfach unser Dorf gesperrt. Und deshalb haben wir geplant, dass wir alle Familien in dieser Straße in einem Haus wohnen. Wie viele Leute wart ihr dann insgesamt in einem Haus? 45. Das war nicht so großes Haus. 3-Zimmer-Wohnung, glaube ich mehr. Wir haben auch gedacht, wenn etwas schlimm passieren konnte, da können wir wissen, weil wir zusammen in einem Haus wohnen. Ja. Aber wenn jeder in seinem Haus bleibt und wir haben auch keinen Kontakt, kein Telefon, gar nichts mehr. Das heißt, ich kann nicht wissen, ob meine Mutter okay ist oder mein Onkel oder meine Tante. Verstehe. Und dann müssen wir zusammen leben und dann dürfen wir auch kein mehr Essen haben. Das heißt, was wir zu Hause gehabt haben, das muss auch uns einfach reichen. Ja, unser Ziel war einfach überleben. Und das war schlimm, weil wir haben keinen Strom gehabt. Ja. 40 Tage, kein mehr Essen. Manchmal haben wir 2 Tage ohne Essen, waren wir ohne Essen und haben wir auch gespart beim Wassertrinken. Und dann durch das Fenster haben wir immer geschaut, wie einfach das Haus sich bewegt hat, auch manchmal bei Bomben. Und dann haben wir auch jede Nacht, glaube ich, mir uns verabschiedet. Weil ihr nicht wusstet, ob ihr morgen noch... Ob wir morgen überleben oder nicht. Wir durften erst rauskommen, als Militär einfach uns befreit haben. Als wir uns getroffen haben, hast du mir erzählt von einem Erlebnis, was für dich extrem schlimm war und dich irgendwo auch bis heute beeinflusst hat. Könntest du ein bisschen über diese Situation reden und was an dem Tag passiert ist? Ich war mit meinen Eltern zu Hause. Ich glaube, mein kleiner Bruder war in einem anderen Zimmer. Meine Eltern waren auf dem Sofa, saßen auf dem Sofa. Plötzlich haben wir ein paar Schüsse gehört. Plötzlich ein Schuss durch unser Wohnzimmerfenster einfach rein und dann hat gelandet in unser Teppich. Meine Eltern haben sich sofort in der Ecke versteckt, hinter dem Kühlschrank. Mhm. Ich habe mich unter dem Bett, meinem Bett versteckt. Und dann haben wir uns gegenseitig angeschaut. In diesem Moment haben wir uns echt miteinander
verabschiedet. Und dann, es ging so 4 Stunden, konnten wir uns nicht mal bewegen. Nach diesem Erlebnis hast du dich ja entschieden, du musst Syrien verlassen. Kannst du mir darüber erzählen und wieso du an dem Punkt Syrien verlassen musstest? Ich habe auch nach meinem Abitur auch 2 Jahre studiert. Mhm. Und dann durfte ich nicht mehr weiter studieren, weil wir Krieg gehabt haben. Ich muss zum Militärdienst gehen. Mhm. Wenn ich nicht studiere oder nicht lerne. Ich wollte auf keinen Fall am Krieg teilnehmen. Ja. Und deshalb, mein Vater hat viele Bekannte und Freunde in Libanon. Eines Tages am Abend hat er einen Bus gemietet und dann hat mein Vater mich einfach nach Libanon gebracht. Hat geklingelt bei einem Freund von ihm, hat ihm gesagt, ich lasse meinen Sohn bei euch. Sobald der Krieg fertig ist, dann kommt er zurück. Nachdem du in Libanon warst, bist du nach Brasilien geflogen. Kannst du mir erzählen, woher diese Entscheidung kam und was in dem Moment passiert ist? Eines Tages während der Arbeit kam ein Arbeitskollege von mir, hat mir gesagt, Rami, die Schweden gibt uns ein Visum. An dem nächsten Tag bin ich einfach zum Konsulat gefahren. Nein, geht nicht, das ist falsche Nachricht. Habe ich ihn gefragt. Ich komme aus Syrien, 19 Jahre alt und möchte ich fliegen, egal wohin. Er hat in den Himmel angeschaut und hat mir gesagt, aus Syrien, 19 Jahre alt, fliegen nach Brasilien. Dann habe ich ihm gesagt, okay, nach Brasilien. Einer hat mir gesagt, wie viele Personen habe ich? 2, okay? Ah, für dich und Yusuf, mein Freund. Yusuf hat keine Ahnung, wohin. Ja. Er wollte Schweden. Das größte Problem war, meine Mutter darüber zu reden. Und dann hat sie ja gesagt? Wie dann hast du das geschafft? Dann hat sie ja gesagt, aber ich möchte dich nach 5 Jahren maximal sehen. Aber es hat leider nicht geklappt. Ja. Zufall, der Freund, wo ich gewohnt habe, von meinem Vater, hat einen Freund in Brasilien. Und er war einfach Geschäftsmann. Er hat so viele Supermärkte gehabt. Und dann sind wir einfach dorthin geflogen, ohne Sprache, ohne Wissen, was es von Geld ist, ohne Telefonnummer. Aber ein Mann hat auf uns gewartet. Das war ein Freund von dem Freund von deinem Vater. Genau. Wie lange warst du im Endeffekt in Brasilien? Wie viele Monate? Das war 1 Jahr und 7 Monate. Jahr und 7 Monate warst du dann in Brasilien. Kannst du mir über diese 1 Jahr und 7 Monate in Brasilien erzählen? Das war alles neu für mich. Das Essen war anderes, die Menschen waren anderes, die Sprache war anderes. Das war komplett alles anderes. Das System war anderes. Ich habe die Sprache relativ schnell gelernt. Ja. In 6 Monaten konnte ich gut Portugiesisch. Krass. Ich war neugierig und ein bisschen hungrig. Ja. Wollte ich unbedingt einfach Erfolg sein. Als ich im Supermarkt gearbeitet habe, ich habe von null angefangen. Mhm. Einfach Regale aufzufüllen. Am Ende war ich der Chef, oder kann man sagen, der Vorgesetzte von dem ganzen Supermarkt. Ja. Wir haben auch über 17 Kassen gehabt. Und weil dort viele Fehler passierten, dass die Leute immer viel geklaut haben, damit ich keinen Fehler machen konnte, habe ich den Code einfach in meinem Kopf gespeichert. Auswendig gelernt. Und da habe ich ungefähr so 40 Leute erwischt beim Klauen. Was? Und alle Mitarbeiter, ganzen Monat haben, ich glaube, 8. 8 Leute. Ich alleine 40. Insgesamt alle Mitarbeiter. Und dann hast du Brasilien ja irgendwann verlassen. Kannst du mir über diese Situation erzählen, die passiert ist, wieso du entschieden hast, Brasilien zu verlassen? Eines Tages am Abend bin ich einfach nach Hause gelaufen. Nach dem Feierabend habe ich einen Mann getroffen, hat ein Messer in der Hand gehabt, hat mich bedroht und dann habe ich ihm Geld gegeben und weitergerannt. Und seitdem konnte ich nicht mehr dort leben. Ja. Hier gekommen oder nach Brasilien, beziehungsweise nach Brasilien geflogen. Um diese Angst zu vergessen. Ja, um diese Angst nicht mehr zu haben. Nicht mehr zu haben auch. Kannst du dir vorstellen, als ich in Brasilien war, mein Vater war in Libanon, meine Mutter mit dem jungen Bruder in Syrien, meine Schwester war in Großbritannien und mein Bruder war in Deutschland. Ja. Und ich in Brasilien. Und vor 2 Jahren waren wir zusammen an einem Tisch. Dann bist du von Brasilien in die Türkei geflogen und dann hat für dich eine 10 Tage lange Reise angefangen, bis du in Deutschland angekommen bist. Kannst du mir über deine Erfahrungen in der Türkei erzählen und auch über die Reise nach Griechenland? Yusuf ist vor mir einfach vor 10 Tagen von meiner Reise ist einfach nach Türkei geflogen, weil er einen Bruder dort gehabt hat. Nach 10 Tagen bin ich einfach nach der Türkei geflogen. Yusuf hat mich abgeholt und dann sind wir einfach von Istanbul nach Izmir. Und dann in Izmir haben wir so 2 Nächte an einem Abend. Einen Ort treffen wir uns dort und danach müssen wir mit dem Taxi zu einem anderen Ort. Mhm. Da waren wir in einem Garten, Stadtgarten. Habe ich auch viele andere junge Leute getroffen, Familien und so weit. Kamen einfach ein paar Busse zu uns. Aber wir haben sie uns abgeholt, sind wir mit dem Busse gefahren in einem Wald. Da haben wir uns versteckt. 12 Uhr Nacht wurden wir mit einem Transporter abgeholt. Und da gab es nur ein kleines Fenster in die Mitte oben. Mhm. Da waren wir ungefähr 51 Personen. Und der Fahrer hat
einfach Gas gegeben die ganze Zeit. Ich bin noch nie so schnell das Auto gefahren in meinem Leben. Und nach einer Stunde haben wir kaum Luft bekommen. Ja. Und dann haben wir angefangen zu klopfen. Aber er hat uns nicht gehört. Er ist einfach weiter gefahren. Und dann haben die Leute angefangen zu brechen. Ja. Und dann sind ein paar einfach bewusstlos runtergefahren. Geräusche, Rauch, Situation war so schlimm. Und dann irgendwann war ich auch bewusstlos. Und dann bin ich runtergefahren. Das war so ein Aufgang noch. Das war so ungefähr 16:30. Jemand hat die Tür aufgemacht, kam sehr kalte Luft rein, weil wir am Meer waren. Am Strand habe ich die Leute gesehen, wie sie einfach Sicherheit wussten. Beste getragen haben. Und diese Orangefarbe, ja. Da habe ich echt Angst bekommen. Ja, klar. Also jetzt nicht mehr Spaß. Ja. Da habe ich mich nicht als Mensch gefühlt. Ja. Das waren andere Gefühle. Die waren Menschenverkäufer. Ja. Haben ein paar Jungs angefangen, das Schlauchboot aufzubomben. Yusuf und ich haben wir keine Weste gehabt. Und die anderen Leute hatten die schon davor gekauft? Oder wieso hattet ihr ja, eine? Wir haben das nicht gewusst. Ach so. Sie haben sich gut informiert. Ich kann nicht so gut schwimmen. Aber ich habe gesagt, als ob ich schwimmen kann. Da waren wir so, habe ich dir gesagt, 43 Personen mit Kindern. Ja. Wir waren unter Frauen, die haben geschrien die ganze Zeit. Und wer ist gefahren dann? Einer von uns. Wer fahren möchte oder kann, muss nicht bezahlen. Weil wenn Polizei uns aufnehmen, dann ist ein Gefängnis, kommt er. War so eng, wir durften einfach uns nicht mal bewegen. Ja. Ich kann dir das nicht richtig beschreiben. Ja. Klar. Sehr schlimm. Und dann seid ihr angekommen? Dann sind wir dort angekommen. Ja. Genau, in Griechenland, an einer Insel sind wir angekommen. Ohne Genehmigung ja. durften wir nicht weiterlaufen. Ja. Und Genehmigung dauert ungefähr 1 bis 2 Tage. Das heißt, wir mussten in einem Heim. Heim, in einem Camp, ja. Genau, wohnen. Aber das war sehr schmutzig, sehr eklig. Ja. Man konnte nicht mal riechen. Genau da habe ich mich gefühlt wie ein Tier. Ja. Am nächsten Tag haben wir die Bewilligung bekommen. Ja. Und da haben wir 2 Möglichkeiten gehabt. Mhm. Entweder fliegen wir bis Ende Griechenland oder mit dem Schiff. Dann haben wir uns für das Flugzeug entschieden. Sind wir einfach dorthin geflogen. Ja. Und da gab es einen Zug. Da mussten wir einfach mitfahren. Wir waren ungefähr tausende Menschen. Es hat ungefähr 13 Stunden gedauert. Es war so eng, genauso wie auf dem Boot. Wir durften uns einfach nicht mal bewegen. Das Wetter war sehr heiß. Irgendwann um 11 Uhr nachts sind wir angekommen. An Grenze lang in Serbien. 13 Stunden. Ja, von morgen bis Abend. Jetzt sind wir in der Makedonien. Mhm. Versuchen wir einfach, über die Grenze nach Serbien zu kommen. Ja. Da haben wir die ganze Nacht versucht, über die Grenze zu kommen. Mhm. Und an dem nächsten Tag, Vormittag, haben sie die Grenze aufgemacht und dann durften wir laufen auf die Straße. Okay. Mussten wir einfach auf die Straße schlafen. Haben wir geschlafen, an dem nächsten Tag sind wir mit dem Bus nach, ich glaube, Hauptstadt von Serbien. Waren wir dort und dann mussten wir andere Bus auch zu Ende Serbien fahren. Und dort gab es auch keine mehr Busse. Da mussten wir auch eine Nacht schlafen im Garten wieder. Ja. Und da haben wir uns gesammelt, da waren wir ungefähr 25 Personen. Ja. Waren wir einkaufen? Ja. Wasser, Kekse und solche Sachen, einfach was Leichtes. Yusuf hat gesagt, hat uns alle gesagt, Rami kennt der Weg. Ich habe null Ahnung gehabt. Ja. Keine Ahnung, einfach mit, ja. mitmachen. Die haben mir ein Messer gegeben ja. und ein Holzstück. Ja. Da musste ich erste Person laufen. Das war so ein Untergang. Durch den Wald. Durch den Wald. Und wir durften kein mehr Handys benutzen, ja. keine mehr Taschenlampen, gar damit nichts. Keiner euch sieht. Keiner euch ja. sehen. Ja. Oder erwischen. Sind wir einfach losgelaufen. Ich habe Todesangst gehabt. Und dann habe ich so ein Messer gehabt vorne ja. und ein Holzstück. Irgendwann bin ich einfach runtergefallen in einem Loch. Dann habe ich gesagt, Vorsicht, ein Loch. Sie haben mich geholt. Sind wir andere Weg gelaufen. Irgendwann haben wir einfach Leute getroffen, die sich versteckt haben. Und die haben uns erzählt, dass vor uns eine Gruppe gibt, die Messer haben, viele Messer haben. Und sie bedroht einfach die Flüchtlinge. Und sie klaut einfach das Geld und ja. sie nimmt einfach die Kleidung weg. Saßen wir so ungefähr 2 Stunden. Ja, und habt gewartet. Ja, wir haben einfach keinen Mut gehabt, weiter zu laufen. Sind wir andere Weg gelaufen. Nach ein paar Stunden haben wir ein paar Leute verloren. Und plötzlich waren wir nur 4 Personen sind angekommen. Die anderen, ich weiß es nicht mehr. Ja. Wie lang war der ganze Weg durch den Wald, als ihr dann angekommen seid? Es waren ungefähr 13 Stunden. Sind wir auf der Suche, Transportmittel zu finden. Ja. Irgendwann haben wir in so einem kleinen Wald wieder, habe ich wieder meine Leute getroffen. Die 25 Personen. Ach so, die von Anfang. Ich habe 10 Personen getroffen. Wir sind schon angekommen, aber von der anderen Seite. Ja. Jemand hat Kontakte gehabt, ja. hat uns ein Auto bestellt. Da waren wir 16 Personen. Und dann der Fahrer hat versucht, die 16 Personen einfach reinzukriegen
wir alle. Er sollte uns von Ungarn zu Budapest transportieren und jede Person musste 500 Euro bezahlen. Mhm. Aber irgendwann hat er gesagt, nein, ihr dürft nicht mehr, weil das Geld hat nicht gestimmt. Jemand hat weniger Geld bezahlt. Ja. Hat er Polizei angerufen, der Fahrer, dann sind wir einfach weitergerannt jetzt. Dann haben wir uns einen Stadtgarten, haben wir uns versteckt neben einem Gebäude. Josef hat Kontakt, hat er Signal. Und dann hat er kontaktiert seinen Bruder und sein Bruder hat jemanden kontaktiert. Dann haben wir geredet, haben wir ihm unseren Standort geschickt. Mhm. Dann kam ein Auto, kam er, haben wir das Geld bezahlt. Und nach ein paar Stunden sind wir einfach in Budapest angekommen. Ja. Haben wir in einem illegalen Hotel geschlafen. Mhm. Und das war ein schöner Moment, als du nach 9 Tagen auf dem Boden geschlafen hast, bekommst du ein Luxusbett. Ja. Das war nicht Luxus, aber wir haben alles Luxus gesehen. Und was lustig ist, wir konnten nicht auf dem Bett schlafen, wir haben auf dem Boden geschlafen. Weil ihr es nicht mehr gewohnt wart? Genau, das war unbequem für uns, Scheiße, auf dem Bett zu schlafen. Waren wir duschen und dann war diese Duschen war beste Duschen der Welt. Ja. Und dann kamen ein paar Tiere raus, da haben wir andere Hautfarbe bekommen nach dem Duschen, war genial. Wurden wir transportiert mit einem Auto nach Deutschland. Mhm. Der Fahrer hat gemerkt, dass ein Polizeiauto hinter uns ist. War rechte Seite, bei Ausfahrt, Toilettenautobahn. Hat uns einfach rausschmeißen lassen. Da haben wir in diesem Moment nicht gewusst, ob wir in Deutschland sind oder in Ungarn. Da haben wir uns hinter dem Toilette versteckt. Und dann haben wir versucht zu schlafen. Und wir konnten nicht schlafen, weil uns sehr kalt war. Ja. Und am nächsten Tag sind wir einfach Autobahn zu Fuß gelaufen. Und dann irgendwann kam ein kleiner Bus, deutsche Polizei. Aber wir haben nicht gewusst, was eine Polizei ist. Hat er vor uns gehalten, rechte Seite gehalten. Kam er auf uns zu. Und hat uns gesagt, welcome to Germany. In dieser Moment, ich kann dir nicht beschreiben, wie schön das war, dass du einfach das Ziel erreicht hast, ein sicheres Land zu haben. Er war sehr nett, ich kann das nie vergessen. Mhm. Er hat uns sofort Decken gegeben, weil uns kalt war. Ja. Und hat uns einfach zum Trinken gegeben und zum Essen. Genau, und dann wurden wir einfach gesammelt in Passau, war das. In eine große Halle haben wir ungefähr so 40 Tage in einem Sporthalle gewohnt. Du lebst ja jetzt seit 5 Jahren in Deutschland. Also vor 5 Jahren bist du angekommen, du bist jetzt seit 5 Jahren hier. Das erste Jahr war ja in verschiedenen Orten und jetzt wohnst du seit 4 Jahren in dieser Stadt in Konstanz. Kannst du mir darüber erzählen, wie du dich jetzt hier fühlst und ein bisschen mehr über dein Leben jetzt hier? Es ist wunderschön hier. Ja. Das beste Platz ganz Deutschland. Ja. Wir haben hier den See. Ja. Die Leute sind sehr freundlich. Zurzeit mache ich eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik bei der Dentalfirma Dentsply. Bin ich im 3. Lehrjahr? Kannst du mir ein bisschen erzählen, was deine Ziele und deine Hoffnungen für die Zukunft sind? Wie ich gesagt habe, ich bin im 3. Lehrjahr und ich hoffe, dass ich übernommen werde. Aber mein richtiges Ziel wäre es, Comedian zu sein. Ja. Einfach auf die Bühne zu stehen und die Leute erzählen, was ich Schlimmes erlebt habe, aber in lustige Form. Mhm. Hoffst du, dass du irgendwann wieder zurückkehren kannst nach Syrien? Zum Leben dort wieder? Ich glaube eher nur besuchen, weil ich mich hier wohlfühle. Ja. Und dann Deutschland ist meine zweite Heimat geworden. Klar. Aber du hoffst, dass du bald halt wieder zurückgehen kannst, um deine Familie zu besuchen? Das ist definitiv. Das wäre dein Traum, oder? Ja, meine Mutter wieder zu sehen. Oder? Ja. Das waren alle Fragen fürs Interview, aber ich habe eine Frage, das ist immer die gleiche, die frage ich in jedem Interview. Wenn du mit jedem einzelnen Menschen auf der ganzen Welt reden könntest, du könntest jeden Einzelnen erreichen und du könntest eine Nachricht, eine Message sagen, die du gerne in die Welt hinausbringen würdest, was wäre die für dich? Einfach das Leben hier einfach genießen, was wir jetzt gerade haben. Manche Leute haben das nicht. Wäre ein Traum für andere Menschen, die das nicht haben. Die Zeit vergeht schnell. Nimm deine Chance, einfach viel erleben, viel Abenteuer machen. Okay. Einfach nicht mehr an Vergangenheit denken, sondern an Zukunft oder an jetzige Zeit. Ich habe nie nach hinten geschaut, immer nach vorne. Das sind alle Fragen für heute. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast. Ich bedanke mich auch nochmal. Danke. Das war toll. Super. Alles perfekt. Vielen Dank. Danke.